Hallo und zurück zu Dark Souls 3. Mittlerweile schon in der 63. Folge und heute werden wir mal schauen, wie es auf den Dächern von dem Archiv weitergeht. Das war ja, glaube ich, das letzte Mal, wo wir aufgehört hatten. Jetzt schauen wir uns da mal weiter um, würde ich sagen. Ich habe das vage Gefühl, dass bald ein Boss kommt. So, okay. Links oben waren wir ja schon, da haben wir uns schon ein bisschen umgeschaut. Da geht jetzt nicht mehr hoch. Da sind die drei goldenen Ritter. Und zu den Rittern habe ich übrigens ein Tutorial gemacht, wie man schnell Seelen farmt. Schaut euch das ruhig an auf meinem Kanal. Die sitzen da oben, die drei. Genau. Da gibt es einen ganz guten Trick, wie man die ganz schnell killen kann. Und es gibt ca. 50.000 Seelen, also es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr mal ein paar Level drunter seid oder so und ihr braucht ein paar Level, macht es. Und dann geht es auch ganz fix, dass ihr wieder hochkommt. Genau. So. Schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Immer Schild am Anschlag halten. Okay, hier gibt es Barrikaden. Da vorne ist bestimmt ein Boss drin, wie es aussieht. Yeah. Okay, dann werden wir uns nochmal durchkämpfen, würde ich sagen. Kann ja auch nicht so schwer sein. Okay, da oben sind drei Ritter oder was das sind. Ah. Geht schon wieder gut los hier. Mann. Boah, was ist denn hier los, Egga? Gestorben. Mann. Okay, ich glaube, ich rush jetzt einfach mal durch. Ich hoffe, wir kommen da schnell durch jetzt. Probier's einfach mal. Vielleicht gibt es ja auch da hinten irgendwo ein Leuchtfeuer. Das wäre natürlich geil. So, okay. Ganz schnell hoch. Wahrscheinlich den Fahrstuhl wiederholen, genau. So, und hoch geht's. So, ich werde jetzt mal probieren, schnell durchzurennen. Okay. Seelen. Okay, viele Seelen haben wir nicht verloren, aber ich nehme es trotzdem mit. Mann, jetzt trifft er mich, ey. Sind eigentlich normale Ritter hier. Vorbei. Okay, das ist ein stärkerer. Wow, kommt der denn jetzt hier? In der Sequenz können sie mir normalerweise nichts tun. Boah, ey. Rein hier. Boah, jetzt kommen die hier auch noch rein, oder was? Mann! Ich glaube nämlich, dass da ein Boss drin ist. Gibt es keinen schnelleren Weg? Irgendwie gibt es da nicht irgendwie einen Shortcut da hoch. Mann, ich muss jetzt mal ein bisschen rechts und links schauen. Gibt es bestimmt noch irgendwie einen Shortcut oder irgendwie sowas. Oh, bin fast runtergefallen. Okay, ich werde jetzt doch nicht durchrennen. Ich glaube, ich werde mir jetzt auf der Brücke mal ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es da irgendwie einen kürzeren Weg. Welcher Weg jetzt eigentlich von
diesem Shortcut, also von diesem Leuchtfeuer, ist glaube ich fast ein bisschen zu weit. Genau, jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ich schau mal, ob ich die nicht herholen kann. Headshot. Ein bisschen langsamer vorgehen. Aber da hinten ist ein Bogenschütze, der hat mich vorher schon aufgeregt. Was ist denn das hier für ein Klusenpeter? Knochenkalle. So, down. Oh, komm her. Down. So, haben wir uns die drei Peters. Boah, ey, wo kommen denn die her? Das gibt's doch nicht. Hinter jeder Ecke stehen sie rum. Und bloß nicht auf den Sack jetzt hier, du blödes Vieh. Ein bisschen zurückziehen. So. Ja. Nein. Her. Komm her, los. Backstep. Okay, sehr gut. So,
Haben wir die zwei Klausis da noch? Und den hier noch, zack, zack. So, und jetzt würde ich sagen, kommen die Ritter dran. Hoffen wir, dass wir jetzt hier nicht sterben. Ach, jetzt kommen wir wieder zwei gleichzeitig. Drei, alle drei. Mal. Ist doch scheiße, alle drei. Ich muss die irgendwie ein bisschen auseinander kriegen. Komm her, du elendiges Vieh. Komm her. Mann, ich krieg einen Vogel. Das darf nicht wahr sein. Wahnsinn. Okay, ich glaube, ich habe das falsche Schild. Wo bist du? Okay, ich probiere jetzt. Mal schauen, was wir jetzt machen. Ich müsste eigentlich schauen, ob es da noch irgendwo einen Shortcut gibt. Ein Shortcut. Da muss es doch noch irgendwo was geben. Was ist das? Ein Fahrstuhl. Sehr gut. Ich habe doch gewusst, hier muss es doch bestimmt noch irgendwas geben. Und das ist bestimmt der Shortcut. Genau, das ist genau dieser Shortcut. Burg Lothric. Bei der Drachentöterrüstung. Okay Leute, wie es dann weitergeht beim Boss, das würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Weil ich glaube nämlich, dass es ein Bossraum war, wo wir vorher, das was wir vorher kurz gesehen hatten. Und bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und schaut mal wieder vorbei. Ciao. Euer Andi.